Ich bin's, der Atta, und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, wir wollen jetzt hier gegen Viechers kämpfen. Guck mal hier, da ist schon eins. Da ist auch eins. Die hat aber gut was aus. Sie ist jetzt hier den anderen. Hey, komm. Ich bin in die Eier getreten. Habe Energie verloren. Ja. Knochen, ne? Oh, gut. Oder mal lang. Ich will überhaupt speichern. Keine Bock, den Kampf nochmal zu machen. Wir gehen mal rechts rum. Also in dem Sinne, da lang. Und da ist noch einer. Nee. Nee. Einer von denen. Und der letzte. Oder? Ja, jetzt. Muss unbedingt mehr Damage machen. Dass das schneller geht für euch. Können ja rein theoretisch. Wir haben ja jetzt dieses. ...20% mehr Schaden. Warum denn nicht? Auch hier für die Kiste. Das ist natürlich bitter, dass wir es so schnell gefunden haben. Ärgerlich. Aber es hat ein bisschen verballert. Ui. Das war schnell. Die Wand. Oh, mal Seewandpilze. Und hier haben wir hier süßen. Witzig. Ich
komm. Ja, mal ein Ende. Ja, damit. Wieder eine Pilze. So. Kriegen wir nicht weg. Ja, dann haben wir es. Relativ easy, die Gruft. Gruft von der Gruft. Warte mal. Was war das? Hier noch irgendwas? Nee. Ah. Ich mache einen Kampf oder so, ist ja langweilig. Ist ja langweilig. Auch ein Gegner, ist keine Opfer. Naja. Und raus. Privatdetektiv, den Siegfried erwähnte, könnte hilfreich sein. Irgendwo muss ich ja anfangen. Mein Mann duldet nicht, dass ich mit Fremden rede. Die Schwarzhaben konnten uns nicht bezwingen. Und das wird die Pest auch nicht. Gehen wir da erstmal gleich rein. Gleich mal so und so. Sehr schön. Da haben wir uns dann schon ein bisschen schade, dass du hier einfach klauen kannst, wie du willst. Cool. Mit Polly einen Keks? So, so, so. Wen haben wir denn hier? Ich bin Geralt von Rivien. Ein Krieger wie kein anderer. Euer Ruf eilt euch voraus. Wie kann ich helfen? Ich suche Informationen. Bin ich hier richtig? Gute Frage. Ich habe früher für die Anwälte Kodringer und Fenn gearbeitet. Die Namen sagen mir nichts. Aber ich nehme an, das ist eine Empfehlung. Als Profi ist euch gewiss klar, dass Informationen ihren Preis haben. Ich werde bezahlen. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Mich interessieren die Leute, die Salamander-Abzeichen tragen. Zufällig weiß ich darüber ein, zwei Dinge. Aber bevor ich weiterrede, wüsste ich gern, welches Interesse ihr an dem Fall habt. Azayavet. Sagt euch der Name was? Habe ich schon mal gehört. Warum fragt ihr? Sagen wir einfach, mein Stiefel hat eine Verabredung mit Javets Hintern. Normalerweise lasse ich mir Informationen bezahlen. Aber das hier ist umsonst. Ich arbeite schon eine ganze Weile an dem Fall.
Fahrt fort. Azayavet, ein Magier aus Zerikanien, ist der Anführer der Salamandra. Gefährlicher als eine Grube voll Kikimoren, aber leider unerreichbar für mich. Mit seinen Kontakten und Ressourcen kann er sich in der Stadt beinahe uneingeschränkt betätigen. Ich habe am eigenen Leib verspürt, wozu er fähig ist. Noch etwas? Ich vermute, die Salamandra haben eine groß angelegte Organisation aufgebaut. Gold ist lediglich das Schmiermittel für ihre politischen Ambitionen. Sie betreiben genetische Experimente, und zwar gefährliche. Gewöhnliche Schurken hätten dazu weder das Wissen noch die Mittel. Wer arbeitet für Javed? Irgendwelche Vermutungen? Der Hauptmann der Wache, der die Ermittlungen fallen ließ, verschwindet des Nachts. Vielleicht könnt ihr ein paar Informationen aus ihm herauspressen. Ist das alles? Es könnte noch einen Hinweis geben. Die Stadtwachen haben jemanden festgenommen, der etwas weiß. Die Wachen? Im Kerker? Ja. Findet einen Weg, den Gefangenen zu verhören. Und bringt so viel ihr könnt von den Wachen in Erfahrung. Verlasst euch drauf. Die Leute neigen dazu, sich mir zu öffnen. Seine Informationen könnten unschätzbar wertvoll sein. Viel Glück. Wisst ihr noch mehr über den gefangenen Salamandra? Er ist womöglich einer der Anführer. Obwohl in dieser Stadt eigentlich eher die kleinen Fische hängen und die großen frei herumlaufen. Aber genaueres wissen wir erst, wenn ihr ihn verhört habt. Wir werden sehen. Noch etwas. Ich glaube, ihr werdet verfolgt. Irgendwelche Vorschläge? Wartet eine Weile hier. Macht sie nervös. Überrascht die, die euch überraschen wollen. Ich gehe um Mitternacht. Ah ja. Der Hexer lässt sich Zeit. Er muss einen anderen Weg genommen haben. Aber egal. So muss es sein. Ich nehme an, die Falle ist gestellt. Oh ja. Kümmert euch um eure Aufgaben im Händlerviertel. Ich überlasse die Sache unserem besten Agenten. Tot? Ihr wagt es, die Namen Salamandra heraus. Ups. War auch geil. Dass man sich den Bogen nimmt. Spannender Dialog. Ich bin begeistert. Ja. Es. Raus. Aus bis rechts. Dann weiter links.
Okay. Der Gang war ja nett. Und da geht's nicht lang. Ich bin müde. Das Krankenhaus des Heiligen Majoran. Für die Opfer der Katriona-Pest. Danach gibt es nur noch zwei Etappen. Alt-Visima und die Hölle. Mann, bin ich düster. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet. Ich vergeude meine Zeit. Dann eben nicht. Achso. Werbung? Ah ja. Die alten Völker bewohnen dieses Gebiet. Zwergenhandwerker und Elfenkünstler. Schlagen! Töten! Okay. Wenn ich die Kerle erwische, die nachts angreifen, reiße ich ihnen die Beine von den Arschern. Junge, Junge, Junge. Ihr seid tot. Ah ja. Hau doch mal Hut rein. Wo ist der Zwerg hin? Wo ist Energie? Die Wache ja mit. Eieiei, hau mal gut rein, diese Vieh. Warum gebe ich nicht warum nehme ich nicht den anderen Trank? Die andere Waffe.
Nicht zum Heilen, ne? Der Typ muss das machen. Nicht platt. Ja, gut, gehen wir zum Kalkstandshaus. Falsche Waffe auch benutzt. Als Truhe. Ja, damit. Endlich folgt der Hexer Geralt meinem Ruf. Wir sehen uns wieder. Ich brauche wieder eure Hilfe. Wobei? Eine ernste Sache. Etwas, das zum Meilenstein der Alchemie werden könnte. Und es steht mit eurem Berufszweig in Zusammenhang. Erzählt mir mehr. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ihr hattet eine Aufgabe. Helft mir bei der Erfüllung meines Lebenswerks. Ein Turm steht in dem bewaldeten Sumpf nahe Al-Visima. Prinzessin oben, Drache unten. Danke, ich verzichte. Schweigt bitte! Die Legende besagt, dass ein Magier und Alchemist den Turm erbaut hat. Keine Prinzessinnen oder Drachen. Und was ist meine Aufgabe? Der Magier starb vor langer Zeit. Der Turm fiel der Vergessenheit anheim. Die Macht in seinem Inneren zog alle Geschöpfe in der Nähe an und deformierte sie. Kurz gesagt, er brachte Ungeheuer hervor. Genau. Ich möchte diese Quelle untersuchen, Hexer, und eine Dissertation darüber schreiben, die meinen Namen unsterblich macht. Ich werde Zugang zu Geheimnissen bekommen, die seit Jahren in diesem Turm verborgen sind. Bedauerlicherweise ist der Turm abgesperrt. Ich bezahle 1000 Orens demjenigen, der mir hilft, ins Innere zu kommen. Mal sehen, was sich machen lässt. Aber das wird gewiss nicht einfach. Wäre es einfach, bräuchte ich euch nicht. Es ist kompliziert, in das Labor eines mächtigen Magiers einzubrechen. Wir müssen detaillierte Informationen über den Turm sammeln. Wo finde ich diese? In den Geschichten der Alten und der Sumpfbewohner. Aber auch in alten Büchern. Aufgezeichnete Weisheit ist unendlich zuverlässiger. Denkt ihr an bestimmte Titel? Ransand Alvaros, die geheimen Pforten und das alchemistische Lehrbuch Eins of Aur. Ich kenne einen gewissen Zwerg, der ein Exemplar von die geheimen Pforten besitzt. Das zweite Buch ist verschollen und dürfte schwer aufzutreiben sein.
Während ihr danach sucht, könnt ihr auch meine neueste Erfindung testen. Einen Kristall, der Orte der Macht mit meiner Werkstatt verbindet. Er wird euch erlauben zu teleportieren, desintegriert in Millionen von Teilchen, die sich jenseits der Raumzeitkurve bewegen. Und dann wird er mich in ihrem Atelier wieder vollständig zusammenfügen? Seid ihr euch da auch sicher? Ein Fehlerrisiko besteht natürlich, aber es ist minimal. Oh, tut mir leid. Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr etwas Ghoulmark für mich? Nein, Ghoulblut. Ah ja, aus dem Umland, richtig? Ach, egal, habt ihr es? Hier, nehmt. Ich brauche das eigentlich nicht mehr, aber ich finde schon eine Verwendung dafür. Ich finde den coolen Typen. Wie komme ich zum Sumpf? Nehmt das Westtor. Da ist ein Deich, der nach Alte Visima führt. Und was dann? Ihr findet dort eine Fähre, die euch zum Sumpf befördern kann. Fährt die Fähre in beide Richtungen? Ja, am Sumpf gibt es einen Landungssteg beim Dorf der Ziegelbrenner. Danke. Oh, tut mir leid. Auch oben an, Schwarzwälder, Nierenfeld, Grenzkreuz, nein. Ich spiele in keinem Spiel mit Bomben. Daher, nimm ruhig. Oh. So, wieder drei neue Talente. Das nehmen wir. War auch ganz oft, dass wir gegen mehrere kämpfen. Auch nicht schlecht. Nehmen wir. Beim Starken gucken, bluten. Ja. Das nehmen wir auch mit. Und dieses Vieh da draußen jetzt weg. Da lang. Dann treffen wir da unten. Da ist ja noch irgendwas. Das machen wir noch schnell zusammen. Dann fahren wir andersrum. Okay. Wir lesen mal die ganzen Bücher ganz kurz. Ob irgendwas passiert. Hatten wir schon. Okay. Und bevor wir jetzt hier wieder rausgehen,
Würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst uns ein Leckeres da. Bye!